Es ist dieses Lächeln, mit dem Helene Fischer einen sofort verzaubert. Als unsere Brisant-Promi-Expertin Susanne Kleen die Sängerin vor wenigen Stunden in Köln trifft und über ihre Megatour spricht. 1A Akrobatik abliefern, zusammen mit den Artistik-Profis von Cirque du Soleil. Beim Interviewtermin heute herrscht großer Trubel. Bloß keine privaten Fragen stellen, wird mehrfach betont. Aber Helene Fischer kennt natürlich die Rechnung. Bisschen was gucken lassen gleich Aufmerksamkeit. Im Brisant-Interview sagt sie uns, sie ist bereit, an die Schmerzgrenze zu gehen. Für ihre Fans. Ich bin definitiv ein bisschen bequemer geworden und trotzdem freue ich mich aber auch auf alles, was wir da so planen. Und ich glaube, das gibt mir dann auch die richtige Motivation, mich dann auch wieder mal wirklich ja auszubelasten und auch meinen Körper dann an gewisse Grenzen zu bringen. Ich glaube, ich brauche das auch ein Stück weit. Es hat mir jetzt auch so ein bisschen gefehlt, auch wenn ich das sehr genossen habe, die Pause. Aber ich glaube, ich bin jetzt bereit. Sie ist wieder da nach der Babypause. Erster großer Auftakt Mitte Juli. Ein an sich Mini-Konzert, aber doch irgendwie im XXL-Format. 30 Minuten lang in der Show von ihrem Ex Florian Silbereisen. Hier bei uns im Ersten. Für die kommende Tour gilt nicht kleckern, sondern klotzen. Ab März 70 Konzerte. Wenn da dann der Vorhang fällt, liegen 18 Monate Vorbereitung hinter ihr und dem Showteam. Durchchoreografiert bis ins kleinste Detail. Spontan ein Bühnenoutfit aus dem Kleiderschrank ziehen, nichts da, alles durchdacht von Kopf bis Fuß, die Schuhe neuerdings maßgeschneidert. Ich habe mich da in den letzten Jahren einfach immer so durchgemogelt und irgendwann gewöhnt sich der Fuß auch schon dran. Aber die ersten Shows sind teilweise echt qualvoll, weil man A, ein bisschen unstabil ist oder ich dann auch manchmal Blasen habe, dann müssen wieder andere Schuhe her. Also bis der richtige Schuh gefunden ist, das dauert manchmal. Und deswegen haben wir gesagt, dieses Mal, wir passen das komplett dem Outfit an und lassen welche anfertigen. Mama sein und gleichzeitig arbeiten, so wie es Millionen andere Frauen tun. So gut wie gar nichts ist über die Tochter der Sängerin bekannt. Nur so viel, Nala heißt sie. Akrobat Thomas Seitel ist der Vater. Auch mal für sich selbst Zeit nehmen. Auch ein Muss für Helene Fischer, wenn sie auf Tour ist. Tatsächlich interessiert mich während der Tour Shoppen so gar nicht, weil ich in dem Moment, wenn ich jeden Abend vor so vielen Menschen stehe und auch sehr viel von mir gebe und sehr viel Energie ja auch lasse, suche ich eigentlich eher immer meine Ruhe. Und das gibt mir die Natur und deswegen, ja, ich bin kein großer Stadtfan tatsächlich. Der Natur ganz nah war sie auch bei ihrem XXL-Konzert vor einem Monat in München. Vorher hatte es wie aus Kübeln geschüttet, trotzdem mehr als 100.000 begeisterte Fans. Aber auch Kritik wurde laut. Tickets teilweise hunderte Euro teuer, laut Fans gab es dafür nur schlampigen Service. Anderer Kritikpunkt, der die Sängerin seit jeher verfolgt, sie vermeidet es, sich politisch zu äußern. Stichwort Ukraine-Krieg. Ausgerechnet sie, die doch in Russland geboren ist und demnach eine Meinung haben dürfte. Da stürzt sich dann alles drauf, egal was ich sage. Und das ist mir oft einfach, da bin ich mir nicht wichtig genug. Also ich bin, ja, ich bin irgendwo eine Vorbildfunktion, auch für viele Heranwachsende und junge Mädchen. Aber ich möchte nicht jeden Gedanken teilen. Und der Himmel bricht auf. Die Schattenseiten eines Megastars. Dennoch darauf verzichten oder ein komplett anderes Leben führen. Nein, danke. Jedes Stolpersteinchen, alles, was ich so lernen musste, war gut so. Es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Helene Fischer ist mit sich im Reinen und das strahlt sie auch aus.